Hallo, liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zum nun 11. auf einen Kaffee. Ganz ehrlich, so viel habe ich gar nicht zu erzählen, weil irgendwie nicht sonderlich viel passiert ist. Wir sind hier relativ in regular Business und ackern und freuen uns über immer mehr Arbeit und haben halt einfach immer wieder zu tun. Und nach dem letzten Outskots-Video ist auch alles an meinem Hass an Firmen raus, was so raus muss. Der Kaffee heute schmeckt tatsächlich wieder gut. Schleichwerbung mache ich an dieser Stelle immer noch keinen. Wer wissen will, was wir für einen Kaffee haben. Ich glaube, ich habe es in irgendeinem Video sogar mal gesagt. Keine Ahnung. Sollte ich es gesagt haben, liebe Firma, schickt mir Geld oder Kaffee. Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich sehr, dass dieser Channel immer mehr und mehr wächst. Ich habe das am Anfang, habe ich schon echt gedacht, dass das dauert lange und ich lasse mir dafür Zeit und dass der wächst und gedeiht. Und ich bin immer wieder überrascht, dass es manchmal doch schneller geht, als ich gedacht habe. Ich meine, das 100-Abonnenten-Video habe ich auch schon geplant. Ich weiß schon, was ich machen werde. Ich werde es jetzt nicht verraten. Da freue ich mich sehr drauf und ich weiß, dass wir noch eine sehr kleine Community sind. Ich meine, ich glaube, es sind jetzt 89 Abonnenten. Das ist echt überhaupt nichts eigentlich. Aber trotzdem freue ich mich sehr. Ich freue mich über jedes Kommentar, das ihr schreibt. Gerade wenn es natürlich so Sachen sind wie, hey, danke, du hast mir für meine Prüfung geholfen oder sowas. Das freut mich ungemein. Und auch so E-Mails wie jetzt für das Proberaum-Akustik-Ding. Saugeil, super Sache. Vielen, vielen Dank und gerne mehr davon. Wenn ihr irgendwelche konkreten Fragen habt, ihr irgendwas wissen wollt, schreibt mir einfach. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir direkt eine E-Mail, das jetzt mit dem Proberaumakustik kam, per Facebook auf mein YouTube-Channel-Profil. Ihr könnt mir auch in Twitter schreiben. Ich weiß nicht, ob Instagram, nee, Instagram hat, glaube ich, kein Nachrichtending. Aber auch hier in YouTube, wie auch immer. Ich hatte, glaube ich, auch in YouTube hier mit einem von euch schon ein wenig Kontakt. Was mich sehr, sehr freut und ich bin auch immer bemüht, euch da zu antworten. Sollte ich mal nicht sofort antworten. Ich habe halt auch noch den ganzen Papierkrieg hier mit dem Studio zu tun. Also es kann mal sein, dass ich einfach an einem Tag oder 2 Tagen einfach keinen Bock habe. Auf noch mehr Mails. Das hat nichts mit euch zu tun. Ich versuche euch allen zu antworten und ich werde euch allen auch antworten. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, was ihr wissen wollt, oder sagt, hey, quatsch mal über das Thema, oder hey, ich komme aus der Nähe von Frankfurt, ich habe hier das und das Gerät, guckst du das mal an? Ich freue mich, immer her damit, wirklich immer her damit. Gerade was, hey, ich habe hier was für dich, willst du nicht mehr was machen? Ich werde die Recording-Serie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, ich weiß gar nicht, wann das anfängt. Ich habe das alles geplant. Ich plane meine Videos relativ weit im Voraus, einfach weil ich auch den Studiobetrieb hier damit planen soll. Hier, es ist angedacht aktuell für Ende März, genau, weil ich natürlich da auch relativ viel vorbereiten muss und das auch quasi an einem Tag drehe. Drum Recording. Ich werde eine Serie über Drum Recording machen, also Mikrofonpositionierung, worauf ihr auch als Spieler achten solltet. Und euch da versuchen, Tipps und Tricks zu zeigen, was ihr so alles am Drum machen könnt. Dann, wie jetzt auch schon am Freitag für euch, ich drehe das alles heute an einem Tag, aber für euch ist es letzten Freitag passiert, eine neue Serie, Musikgeschichte. Die wird sich sehr, sehr weit ziehen. Die wird bis in Mai gehen und da jetzt erstmal jeden Freitag platziert sein. Mit Beispielen und sowas, weil ich einfach gedacht habe, dass das könnte euch auch interessieren. Und es interessiert vor allem mich. Für mich ist es auch, ich entdecke immer irgendwelche Sachen, wo ich denke, boah, da will ich jetzt mir auch nochmal drüber Gedanken machen. Und natürlich weiß ich über Musiktheorie schon so ein bisschen Bescheid. Aber dann, man vergisst doch wieder einiges im Laufe der Zeit und gerade so, sich auf solche Videos vorzubereiten, ist großartig, weil ich dann mich ja da nochmal detailliert mit auseinandersetzen will. Ich will ja vermeiden, irgendwelche Fehler zu machen. Ich hab immer tierisch Panik, dass ich in meinen Videos irgendwo mal voll den Bockmist erzähle und es mir gar nicht auffällt und ihr dann nachher mit dem Hatestorm anfangt. Seid bitte gnädig zu mir.
Genau. Hands-on habe ich auch noch lustige Sachen geplant, so ein paar Spielsachen, die wir mittlerweile hier im Studio haben, die wir aber nicht mehr missen wollen. Also es ist wirklich mehr so Kleinscheiß, aber cooler Kleinscheiß, lustiger Kleinscheiß. Und ich sage das jetzt einfach mal in diesem Video. Ich bin von keiner Firma gekauft. Ich mache wirklich meine Reviews, weil ich Bock darauf habe. Mir ist es egal, ob Cork, Dave Smith oder sonst wer nächste Woche pleite geht oder nicht. Ich meine, wer mein Video über Pro Tools gesehen hat, über Pro Tools First, weiß, ich kann auch maulen und wenn ich will, dann maul ich. Und ich habe mir sogar noch, ich überlege tatsächlich noch an ein paar Videos zum. Ja, ich will ja nicht zwangsläufig maulen, aber ich finde einfach ein paar Produkte scheiße und dann will ich das auch öffentlich anprangern wollen, können, müssen, tun und werde das auch so tun. Da wird auch noch ein bisschen was kommen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche konkreten Sachen habt, schreibt mir. Also an Sachen, wo ihr sagt, hey, schau dir das Ding mal an, das ist so unglaublich kacke. Genau. Ich freue mich sehr, sehr, dass unsere Community so ein bisschen wächst und gedeiht. Wenn ihr so ein bisschen was zu meiner Arbeit wissen wollt, schaut einfach mal auf Facebook, ist auch alles unten immer in der Beschreibung drin, auf unsere Studioseite. Wenn ihr da auch unsere Dienste haben möchtet, sagt einfach Bescheid. Wir machen ja wirklich alles. Also das geht von Komposition bis zu reinem Mastering. Und dazwischen aufnehmen, mischen, editieren, machen wir alles sehr, sehr gerne für euch. Schreibt uns einfach, wenn wir da irgendwas für euch tun können. Und dann sehen wir da weiter. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Abonnieren, fürs Daumen hoch, fürs Kommentieren, fürs Mails schreiben, für alles. Freue mich über diese wachsende Community. Ich sage bis zum nächsten Video. Trinkt weiter schön Kaffee. Tschüssili. Ich glaube, den hatte ich schon noch nicht mehr. Tschüssili.